mein heutiger Stadtspaziergang beginnt, nicht im Türkenschanzpark, aber bei Kollegen eines Herrn, den wir im Türkenschanzpark in Bronze gegossen kennengelernt haben, nämlich ukrainischen Kosaken. Und dieses Denkmal für die ukrainischen Kosaken, die mit dem polnischen Entsatzheer 1683 an der Befreiung Wiens bei der Türkenbelagerung beteiligt waren, steht am Leopoldsberg. Weiter geht's am Leopoldsberg mit einer Gedächtnistafel und vier Gedenksteinen für Opfer von Kriegen. Ja, wenn wir schon so weit oberhalb von Wien sind, sprich auf den Wiener Hausbergen, Leopoldsberg im Moment, hier haben wir einen ersten Blick zur Donau und auch ein bisschen hinüber in den 22. Bezirk mit der alten Donau, dem Donauturm, dem DC Tower und der Skyline von Wien. Wenn wir über die Donau rüberschwenken, haben wir den Millenniums Tower im 20. Bezirk. Wenn wir noch weiter schwenken, kommt hier das Fernheitswerk Spittelau ins Bild und im Hintergrund einfach die Wiener Stadt. Und malerisch zwischen Blättern sieht man vom Leopoldsberg auch den Westen Wiens wunderbar. Von der Rückseite des Leopoldsbergs, also von Wien abgewandten Seite, bietet sich ja diese Perspektive. Stift Kloster Neuburg, gegründet vom Babenberger Leopold III., dem Heiligen. Und wenn wir weiterschwenken, geht der Blick über die Donau bis hinein in Richtung Weinviertel. Mit dem Bisamberg im Vordergrund. Jenem Leopold III. Geweiht ist auch die Kirche am Leopoldsberg, die allerdings, ob schon ordentlich restauriert und theoretisch wieder geöffnet, mangels Sperre der Burg Leopoldsberg nicht zu besichtigen war. Vom Leopoldsberg führt mich mein Weg weiter Richtung Kahlenberg und da kommen wir durch den Hochseilgarten durch, der allerdings heute völlig verwaist ist, weil eben durch andere Umstände gesperrt. Hey!
ganz gemütlich durch den Wald geht's weiter. Auch an der aktuell leider geschlossenen Josephinenhütte oder auch Hütte am Weg genannten Ausflugstation kommen wir am Weg zwischen Leopoldsberg und Kahlenberg vorbei. Und nach diesem kleinen Spaziergang durch den Wald stehe ich vor der Kahlenbergkirche. Von der Anhöhe des damaligen Sauberges, heute wie gesagt Kahlenberg, zogen die Truppen des Heeres rund um den Polenkönig Jan Sobieski, den Herzog Karl von Lothringen, den Kurfürst Johann Georg III. Von Sachsen und auch Max Emanuel von Bayern sowie Fürst Georg Friedrich von Waldeck und einige weitere Markgrafen und Heerführer mit dem Entsatzheer los, um Wien von der zweiten Türkenbelagerung zu befreien. Passiert am 12. September 1683. Das ist das Gedenkschild, das an Jan Sobieski erinnert, am Kahlenberg, wie gesagt, der früher eigentlich Sauberg hieß, weil der Leopoldsberg ja noch Kahlenberg hieß. Und wir betreten jetzt mal kurz die Kirche. Und diesen Ausblick genießt man vom Kahlenberg. Ziemlich unbekannt ist auch, dass früher mal eine Zahnradbahn auf den Kahlenberg hinaufführte, wo ein Waggon hier oben am Kahlenbergplateau noch ausgestellt ist. Heute dient er als Radständer. Und auch diese Innenausstattung des Zahnradbahnwaggons dürfte nicht ganz dem Originalzustand entsprechen. Diese Darstellung des Entsatzheeres von 1683, auch hier am Kahlenberg, würde ich jetzt nicht unbedingt als zeitgenössisch bezeichnen. Und diese Tafel erinnert an den Bau der Höhenstraße, eines der wenigen positiven Rückbleibsel aus der Zeit zwischen 1934 und 1938. Normalerweise sind Fische im Wasser. Hier ist das Wasser in den Fischen und kommt aus den Fischen raus in den Trinkbrunnen. Und auch dieser Dame sind wir im Rahmen der Stadtspaziergänge schon mal begegnet in Form ihres Denkmals. Oben am Kahlenberg gibt es hier die Kaiserin Elisabeth Ruhe. Kinder sind zum Glück die fantasiebegabtesten Wesen, die wir kennen. Wohin mögen diese mächtigen Verstrebungen bloß führen? Wir verfolgen sie mal und landen beim Sendemast am Kahlenberg. Und der steht neben der Stefaniewarte, die wir hier jetzt vor uns groß im Bild haben. Eine Aussichtswarte am Kahlenberg. Benannt ist sie nach Erzherzogin Stefanie. Logisch, wenn sie Stefaniewarte heißt, oder? Diese Kronprinzessin Stefanie war die Frau des so tragisch in Meierling ums Leben gekommenen Thronfolgers Rudolf. Und mit diesem Blick von der Stefaniewarte bis hinauf zur Spitze des Sendeturms möchte ich meinen heutigen Stadtspaziergang beenden.